willkommen zu meinem Kanal. Heute machen wir was ganz, ganz anderes. Mein Schmuckstück, ein Armband. Das lässt sich ganz einfach erkennen. Und das Gute ist, dass wir sehen, wie man Perlen rein eckeln kann. Sieht gut aus, es ist schön filigran. So. Oder die dunkelgrüne hier. Mehr Kontrast. Lässt sich hier schließen. Verschluss mit Endkappen. Genau. Mal gucken, wie es funktioniert. Mit den Perlen und mit den Endkappen. Viel Spaß dabei. Bis denn. So, wir brauchen ein Perlgarn Nummer 5. Und Rocaille mit einem Durchmesser von 2,5 oder 2,6 mm und eine Eckelnadel Nummer 2. Außerdem noch ein Verschluss mit einer Endkappe, hat hier einen Durchmesser von 6 mm. Ein ganz bisschen wenig Blumendraht, der Draht muss sehr dünn sein und ein Eisklebepistol. Der Garn hier ist recht dick, also ich kriege es nicht so richtig in meine Nadel rein und wenn, dann geht die Nadel nicht mehr durch die Perle drin. Deswegen habe ich hier so eine Blumendraht genommen und ich werde damit in Nadeln basteln. Schneide ein kleines Stückchen, falte ich durch zwei, so. Der Faden, der kommt hier rein und dann wird es hier so eng wie möglich zugemacht. Ja, und das ist eben meine Nadel. Die erste Perle wird richtig schwer durchgehen, aber dann geht es gut. Zuerst fädeln wir 54 Perlen, 3×18 und ich wähle die Perlen, die ein etwas größeres Loch haben, damit es besser hier geht. Und wenn eine Perle ein zu kleines Loch hat, dann lässt man die auf die Seite, damit man sie nicht wieder nimmt. So, da sind wir ja. 10, 20, 30, 40, 50, 54. So lässt es sich besser zählen. Ich brauche jetzt Päckchen von 18 Perlen, ne? Also 4, 14 und noch 4 dazu, ja, und das wäre dann das erste Bändchen, den wir eckeln. So. Wir fangen an mit einer Kette von Luftmasche. 5 Luftmasche. 1, 2, 3, 4, 5. Und ab jetzt werden wir mit den Perlen arbeiten. Bringe sie ein bisschen nach vorne. Ich bringe eine Perle bis zur Eckelnadel und eckele eine Luftmasche. Jetzt eine Luftmasche ohne Perle und wieder eine Perle nach vorne. Und ich eckele eine Luftmasche, eine ohne. Up. Eine mit eine ohne eine mit so die 18 Perlen sind jetzt geäckelt
mitgeäckelt und jetzt haben wir wieder 5 Luftmaschen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und das wäre es fürs erste Bändchen. Circa 14,5 cm. So, die 3 Kätzchen sind gemacht. Es ist darauf zu achten, dass sie gleich lang sind. Wenn eine länger ist, dann kann man eine Luftmasche wieder abbauen und dann sind sie alle gleich lang. Dann ziehen wir einen Knoten links und rechts. Wenn meine Arbeit dir gefällt, dann abonniere, gib mir ein Like und dann kriegst du viele, viele neue Ideen von mir. Und wir sehen uns. Tschüssi!